Ich bin wieder ein Stück weitergekommen. Hab heute die Scharniere eingebaut für die Klapptüren vom zweiten Schrank. Hat eigentlich ganz gut geklappt. Dann habe ich an die oberen Klappfächer hinten der Rückwand geschraubt. Angefertigt. Da war keine mitgeliefert, weil die gesagt haben, wir hinten hast du eh noch Platz und euch lässt dir was einfallen oder was auch immer. Und unten will ich Körper oder Kisten einstellen. Da ist das okay, wenn keine Rückwand ist, da kann ich dahinter den Platz noch nutzen. Und wenn ich aber oben ohne Rückwand was reinschmeiße, das fällt ja hinten runter und stapelt sich dann irgendwann, weil ich nicht mehr rankomme und das einfach dann irgendwann mal liegen lasse, weil ich keine Lust habe, die ganzen Fächer leer zu räumen. Jedenfalls deswegen habe ich mir jetzt oben noch zwei Rückwände gebaut. Rückwände gebaut. Und jetzt fahre ich nochmal schnell in die Stadt, weil gestern ist mir meine Brille kaputt gegangen. Und da will ich schnell nochmal hier zum Optiker gehen. Kann aber sein, ich muss mir die neu anpatschen lassen. Ich habe es nie genau gesehen, weil ich keine Nahbrille im Auto habe. Aber es scheint gebrochen zu sein, nicht bloß die Schraube raus. Und da werde ich wohl eine neue Brille brauchen. Ja, ich habe es mir nochmal genauer angeguckt. Aber die ist ganz eindeutig gebrochen hier. Ja, jedenfalls will ich dann noch auf Arbeit fahren. Da werde ich den Schlauch einziehen fürs Abwasser. Wenn ich ihn durchkriege durch das Loch, was da ist. Ansonsten werde ich wohl noch ins Bohren müssen irgendwo. Und das Waschbecken werde ich gleich aussägen. Das werde ich auch noch oben auf Arbeit machen. Für den Schlauch wäre ja die Grube eh angebracht oder die Hebebühne. Und wenn ich immer dort bin, ich denke mal mit der Luftsäge kann ich das besser aussägen als mit meiner Stichsäge. Na, schauen wir mal. Ja, habe ein Loch gefunden. Hier war schon ein Loch im Auto mit dem Stöpselblech zugemacht. Habe ich den Schlauch durchgekriegt, mit Giga schön zugeschmiert. Und hier mache ich ihn nochmal fest dann. Ja, mit dem Abwasserschlauch gehe ich hier hinten. Ja, brauchte ich nicht mal die Seitenverkleidung abbauen. Hier konnte ich direkt nach unten durch. Habe von unten her mit dem Stück Schlauch, den ich erst durch das Loch geschoben habe, habe ich dann das Ende von oben finden können. Und konnte das hier durchfädeln. Unten alles schön mit Jäger zugeschmiert. Und jetzt während der Fahrt ist mein Schrank natürlich verrutscht, weil ich zu schnell um die Kurve gefahren bin. Na, jedenfalls ganz schön was geworden noch. Kann ich morgen das Waschbecken anschließen? Und dann werde ich mich an die Liege ranarbeiten. Ja, und gerade brachte mir der Kollege noch meinen Stöpsel.
Mir ist vorhin das Ding runtergeflogen, hat eine ganz schöne Ecke reingekriegt. Zwei sogar. Auch nach vorne, das ist unangenehm. So, da ist ja ganz schön was geworden heute. War wie gesagt in der Firma heute und habe das auf der Grube meinen Schlauch eingezogen fürs Abwasser. Und heute früh hatte ich nochmal die restlichen Scharniere gebaut und den anderen Kladderadatsch. Die Schränke sind jetzt soweit fertig. Morgen muss ich ja erstmal groß Rundumschlag machen, überall Staub wischen und putzen und machen. Da gehe ich bloß mal mit einem Eimer Wasser ins Auto und mache den ganzen anderen Mist sauber. Weil ich habe ja den Schrank eigentlich jetzt mit den Kollegen rausheben sollen. Aber das habe ich mir zu spät überlegt und habe das halt drinnen dann gesägt, das Loch für die Spüle. Und ich hatte zwar einen Staubsauger daneben und immer mit rumgezogen, aber es ist so viel Staub daneben auch rumgeflogen und den Schrank hatte ich ja auch noch zugeklebt, dass das, was reinfällt, nie groß sich verteilt, aber hat nie viel gebracht. Und durch das Sägen riecht das ja auch noch angebrannt hier in der ganzen Bude. Das wird wohl jetzt noch mindestens eine Woche stinken. Und dann muss ich mir mal richtig Gedanken machen, wie ich das Bett jetzt baue. So im Groben habe ich da schon erstmal die Anfangslösung. Also hier ist wirklich überall dicke Staubschicht drauf jetzt. Ja, habe ich richtig zu putzen müssen. Richtig Dreck wird ja hier drinnen nicht mehr, das mache ich dann alles draußen, wie ich die Sitzbank baue. So, es fällt nur noch mein Bett. Der Schrank ist dann schnell zusammengeschossen. Dann mache ich, wie gesagt, noch genügend Schrauben, sag ich mal, reichlich Schrauben nach unten, dass der richtig feststeht. So, ich habe nie das originale Brett. Ich habe hier oben noch die Platte gekauft, damit ich richtig bis hinter komme. Hier baue ich mir nochmal, das werde ich aber später machen, ein Brett zum Rausklappen.